So, ich habe euch mal ein bisschen der Reise erspart hier in den Südosten nach Kent. Ich habe hier mal ein bisschen abgegrast hier in East Sachse. Ich war doch nicht so, naja, gründlich, wie ihr seht. Die drei habe ich keine Ahnung, wo ich die fände, muss ich euch gestehen. Da muss irgendwo eine Höhle oder sowas sein. Die sind immer ständig unter mir. Und dann dieser eine Heike hier. Ja, der ist auch extrem. Damit die Menschen noch Spaß haben. Naja, aber lassen wir jetzt das hinter uns. Wir gehen nach Kent. Ein kleines Pferdchen. Wir haben eine lange, lange Reise vor uns. Ich habe mal offscreen mal ein paar Ordensmitglieder erledigt. Wie viele? Das sind ein paar. Halt. Ich hatte mitgezählt. Aber es waren schon einige. Aber alle kann ich noch gar nicht, habe ich gemerkt. Egal wie ich es drehe und wende. Außer ich gehe in Bereichen, wo Level 300 empfohlen wird, wo ich sage, ja, das ist kein Spaß. Also lasse ich das lieber erstmal. So. Ich reite hier mal durch, ne? Wow, da freut sich ja sehr, mich zu sehen. Ist er umschritt? Auf Kühe hier! Hopp. Kühe, Schafe! Das Einzige, was ich noch vermisse, sind Hühner, muss ich sagen. Von denen habe ich bis jetzt gar nichts gesehen. Hier nur mal ein Esel oder so. Aber so ein Huhn? Nö. Aber sehe ich auch Enten. Kann es sein, dass sie vielleicht in dem Jahrhundert in England nicht so begehrt waren? Ich weiß es nicht. So. Priorat des heiligen Hadrian. Das ist einfach mal ein Ortsnamen. Bevor ich hier jetzt suche, erstmal das da oben aktivieren. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, ein Schatz ist schon in dieser Kapelle hier drin. Ja. Gehen wir stark von aus. So, entschuldige mich mal kurz. Ich kämpfe gleich mit euch, spaßeshalber, die kämpfen wollen hier. Aber das hier ist also nicht mehr machen. Da habe ich immer einen schnellen Reisepunkt zu den Orten. Ich habe schon sehr viele Offscreen gemacht, muss ich sagen. Aber wenn ich mal dabei bin, zeige ich euch gerne. Ich finde die Musik von dem Synchronisierenden hier schön im Südosten. Habe ich schon mal gehört. So, Synchronisierung abgeschlossen. Willkommen in Kent. So, das Erste, was ich erledigt mache, erstmal einen Schatz suchen, den es hier geben soll. Wahrscheinlich in der Kapelle, wie gesagt. Hallöchen. Ah ja, das hier. Sieht schon sehr verdächtig aus. Ich will hier mal hoch. Dankeschön. Die Steuerung hat gerade nicht mitgemacht. Und da ist instant eine. Oh, Kiste. Ja, gut, das wäre zu einfach. Ich muss gestehen, das stimmt schon direkt wie ich spiele, ja. Das heißt, ich darf jemanden suchen mit einem Schlüssel. Das wird einer der Wachen sein. Hey, habt ihr einen Schlüssel? Hat jemand euren Schlüssel? Ah. Entschuldigt mich mal. Ah, hier gibt es mehrere Schlüssel, sehe ich. Eine ist ganz weit unten und der ist da, einer ist da vorne. Der ganz unten ist interessant, muss ich sagen. So, einer ist in dem Haus. Ja, ich kümmere mich gleich um die Quest, keine Sorge. Ich bin ganz nah dran, danke Spiel. Wo ist bei dem Haus hier der Eingang? Ah, hier. Ah, verriegelt? Nein, aber ich kann sie gar nicht aufmachen. What? Okay, das ist mal sehr random. Also bis jetzt waren die Türen immer verriegelt. Oder was anderes Mögliches. Nö, kann man so sich denken. Aber die hier, die geht ja nicht mal auf. Was zum Teufel? Ja, das ist was anderes. Ah.
Verstehe. Sag mal, dich kann er schieben. Gut. Ja, das mache ich öfter aufs Geht, dass ich so herumsuche. Und jetzt nehme ich euch mal wieder mal mit. Yep. Ein Schlüssel. Ist es für Kirche? Es ist zumindest für eine Truhe. Und die Tür geht doch immer nicht auf. Was ist das denn für eine dreiste Tür? Die geht von außen nicht auf, die geht von innen nicht auf. Die ist sicher angeklebt oder sowas. Die sehr klebrige Tür. Und was zu lesen? Ein geheimes Ala-Rezept. Ale, nicht Al. Ale. Ale ist ein Vorgänger. Ich glaube von. Ich bin jetzt nicht sicher, aber es war ein Vorgänger vom Bier. Also vom heutigen Bier. Das war was anderes auch noch. Die geheime Zutat, der unsere Ale den weichen Geschmack und das zarte Aroma zu verlangen hat, ist frisches Silphium. Nie gehört. Diese gelbe Blume hat der heilige Adrian aus seiner Geburtsstadt Cyrenaica in Afrika mitgebracht, zusammen mit diesem uralten Rezept. Gerüchten zufolge hat das Gebräu auch empfängnisverhütende Wirkung, aber die Anwendung dieser Methode erfolgt auf eigene Gefahr. Empfängnisverhütend? Interessant, sie haben auch jeden Tag. Ja, erstmal. Hallo! Oh, hier kann man ja trinken. Warte mal, Durst, der Gast. Apro Durst. Ich habe einen sehr interessanten Dungeon gefunden. Da gab es ein paar Weinfässer. Ich glaube, ich werde das euch mal später wieder zeigen, wenn ich das wieder finde. Das war lustig dort. Was dort gab? Das kann ich euch zeigen, was es dort gab. Das habe ich im Inventar mit dabei. Einen sehr interessanten Gegenstand, nämlich das hier. Rätselhafte Tafelhorn. Es zeigt das Horn von Bran Galet aus dem Norden. Keine Ahnung, aber das gab es in diesem Weinkeller. Wie gesagt, ich werde euch vielleicht später mal dorthin fahren, wo das ist. Und wieder zu lesen. Diese dämlichen Mönche, die ahnen gar nicht, dass ihr wohl das Bier aus der Abtei schmuggle und es zum doppelten Preis an die Einheimischen verkaufe. Oh. Gute Gewinnmasche. Und das direkt vor ihrer Nase. Männer Gottes? Wohl eher Idiot von gar nichts. Hat er war gut. Sollte ich Zinnerik erzählen, falls er seine Rauschnase vor Sonnenuntergang hierher bewegt. Vielleicht ergötze ich mich ja ein paar Humpen, während ich warte. So, ich kann diese Kiste hier tragen. Wozu auch immer. Ich leg die mal hier hin. So, hier ist ein Schlüssel. Den will ich haben. Also einer von den beiden Schlüsseln, gehe ich mal von aus, ist die Schlüssel zu der Kiste mit dem Barren. Ich habe noch immer nicht diesen goldenen Barren gefunden. Bis jetzt nur Kupfer-Nickel-Barren. Ich gehe mal davon aus, die letzten Stufe-Barren kommen so bei Level 300 Umgebung. Vielleicht etwas früher, aber ich gehe mal davon aus, dass es erst sehr, sehr spät ist. Weil ist ja so eine Art Mega-Upgrade für die Waffen. So. Gut, das wäre mit erledigt. Jetzt auf zur Quest. So viel Zeit muss sein. Und falls ihr Titan haben wollt, das kann man ja nachkaufen. So, wo ist denn unser guter Basim? Unterschied Augustin nicht zwischen Glauben und Verstehen? Das ist mein Punkt. Also bist du nicht im Glauben verschrieben, sondern nur rationalen Beweis? Ach, zum Teil. Die Wissenschaft ist gut. Was ich sagen will, ist, dass der Glaube die größte Bedeutung hat. Ja, denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbsünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene Neugeborene freien Willen? Ja, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täusche mich, meine Ohren, Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Tscherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Habe ich was verpasst? Schließt du Freundschaften?
Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Hm. Tja. Fangen wir mal an. Was in Mercia geschah, verstehe ich noch immer nicht. Fulke sah etwas in Sigurd. Eine Kraft, ein Vermächtnis. Worauf ist sie aus? Ihre Beweggründe sind schwer zu greifen. Aber das kann warten. Finden wir zuerst deinen Bruder. Ja, da bitte bei. Wenn wir das tun, wirst du dir das Recht auf meine Freundschaft 10.000-fach verdient haben. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes, eine Heidin und ein Ketzer. Um Fulke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Fulke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Gräuel. Stimmt, aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken, nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund, Abt Künebert, voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Künebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Oh, hat jemand Popcorn für mich? Ich habe das Gefühl, das wird das länger dauern. Aber wenn wir so mit Sigurd befreien können, ich bin sofort dabei. Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden? Ich habe... Ich rede hier mit jemandem, stör mich nicht. Dankeschön. Was ist das denn für ein Tierchen gewesen? Oh, Basim, hast du was zu sagen? Ich habe immer Frieden. Okay. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht, der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt Heitam wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze, meinst du? Richtig. Und unser Gefühl von, wie soll ich es sagen, tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Das ist ein hohes Ziel. Aber es erklärt nicht, was du in Sigurd siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Okay. Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert, dies ist die Normannin, von der ich sprach. Ah ja, und zudem noch eine recht furchterregende. Basim sagt, dass du Paladin Fulke kennst. So ist es. Lady Fulke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Eivor wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Eivor. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Tja. Sag mal. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Dann werde ich entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Basim. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Fulke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Ein schrecklicher Verlust. König Elfred hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen, um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Und ich darf das alles anstalten? Ja, das wird lustig. Wie wirst du Fulke finden, wenn wir das tun? Ich will irgendeine Absicherung. Hast du Uhren in jeder Kirche, Abtei und Kathedrale in Kent?
Ich schon. Und ich werde sie finden. Und wir übernehmen, was eine christliche Seele zu sehr beschmutzen würde. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen, du findest Fulke. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind, ich habe an der Südküste zu tun. In Folkanstan gibt es den besten Fisch in Wessex. Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den Namen des Aldermanns kenne. Ja. Danke für die Info. Schon mal. Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Fulke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du tun? Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen. Ich sehe dich dann in Volkanstern. Jupp. Wo wir jetzt schon mal in K1 sind, gab es im Osten, also hier irgendwo, tiefer in deinen. Ah, das ist für einen Trank. Auf jeden Fall, hier im Osten, da gab es so ein Kloster, als nicht die hier angezeigt werden. Das war so eine richtig große Kirche im Mittelalter. Die gibt es auch heute noch, ich habe nur vergessen, wie die hieß. Ich werde das später mal nachsehen. Oh, ich glaube, das hier ist sie sogar. Ja, da gab es auf jeden Fall, hier unten gibt es ein Kloster. Das weiß ich jetzt schon, und das ohne nachzusehen. Ich habe zu viel Crusader Kings 3 gespielt, deswegen weiß ich das. So, beim Pferdchen. Dann hören wir uns mal in diesem Gasthäuschen im Süden ein bisschen um. Ja, Fulke finden, ich habe das Gefühl, das wird kein einfacher Spaß. Oh, wenn ich mal hier bin. Ah, das ist zum Raubschatzen. Hier ist sogar einer der Seiferer. Erst nur eine Frage. Sagen wir, ich gehe das hier plündern, ja? Gehen meine Krieger dann helfen, wenn ich den hier treffe? Nur so als Frage. Ich werde zum Austesten. Ich hatte es jetzt so ein bisschen nicht, dass meine Wikinger-Freunde in der Nähe waren, aber in dem Fall würde ich das vielleicht sagen, ja. Austesten. So, bevor ich Pferdchen hier umbringe. Langschiff! Meine Güte, seid ihr heute wieder langsam unterwegs. Hui! So. Wenn ich schon mal da bin und da sowieso hin muss, und ich hier plündern darf, kann ich alles unter einem machen. Seid ihr bereit, meine Damen und Herren? Ah. Ab geht's! Wir gehen ein bisschen schwimmen. Ja, ich habe keine Pfeile dabei, aber egal. So, Kloster Tonbier. Hallöchen! Erstmal. Ups. Warum steht hier eine riesige Glocke? Oder manche riesige Glocken? Das sind Kirchenglocken, gehen wir mal raus von der Größe her. Ach, du nervst. Putz. Ja, das sind Kirchenglocken. Das ist wahrscheinlich eine Kirchenglockengießerei hier in der Nähe. Kirchenglockengießen ist cool, muss ich euch sagen. Ups. Ich habe es zwar selber nicht gemacht, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich habe mal in einer Gießerei von der Schule aus immer geübt. Das ist schon etwas lange her. Das war cool. Die Form stampfen bis zum geht nicht mehr und dann gießen. Tor verleiht mir Kraft. Ja, Tor verleiht mir Kraft. Warum sind das so viele Kirchenglocken? Also hier muss irgendwo eine Gießerei sein. Hey, darf ich eine Kirchenglocke mitnehmen? Einfach so? Wer doch. Au. Deal, wer schießt hier auf mich? Du bist das nicht. Da hinten irgendwo. Ich sehe da nicht mal. Ah, da. Ein Freund hier, der mich hier anzünden will.
Ich habe leider kein Pfeil für den dabei. Schade gerade. So, erstmal den hier weg. Ups. Oh. Und jetzt will ich ein bisschen was mitnehmen. Ja. Auf. Na komm. Brauch hier mal Hilfe. Dankeschön. Das war gerade ein bisschen buggy. Ja. Kiste auf. Ja, komm, hilf mal. Schieb. Dankeschön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Rohmaterial ich jetzt noch brauche für alles. Aber schon ein bisschen was. Mehr als 20 definitiv. So, du Scharfschütze. Komm du mal leer. Dankeschön. Dann, du Freundchen. Der einfach so, da ist jetzt fertig geschlagen. Okay, sag's dir. Du bist nicht mehr willkommen. Ach, war ich das jemals? Ja, dann da hinten gibt es einen kleinen Schatz mitnehmen. Alles einpacken. Alles einpacken. So, noch immer die Kirchengießerei. Also die Form habe ich schon gesehen. Aber nicht die Schmiede. Hallo, Ewa? Sie wurde wohl verriegelt. Ah. Eine verriegelte Tür, eine verriegelte Tür, eine verriegelte Tür. Dann heute von hier. Hey, hierher! Hola. Na komm. Boink. Dankeschön. So, erstmal Tür auf. Jupp, dafür sind wir da. Schieb. Ja, und eins noch und dann bin ich hier fertig. Okay, bis auf das mit der Hauptquest. So, Fertigkeitspunkte vergebe ich gleich. Aber erst noch das oben einsammeln. Haben, 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 haben. Irgendwo. Ah ja. Die Kapelle da? Okay, ist mehr eine Kirche als eine Kapelle. Wow, wow, ein Goliath. Na, lange nicht gesehen. Ups. Ui. Ich mag die Gegner, die sind lustig. Ach, wie so schön. Hula Hoop mit mir. Ja, erstmal die Kleinen weg. Ich könnte beim Brokosen helfen. Achtung. Ups. Ups. Oh, tschüss. Gang, da gang. Nee, mein Freund. Ich will mit dir nicht spielen. Ich will mit dir. Ja, tanzen. Tanz, 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 tanz. Tanzen, tanz. Und. Kracks. Das muss doch wehtun, während man brennt. Jemanden umbringen. Hey, ich schaff das nicht allein. Jupp. Na komm. Bisschen schneller vielleicht. Dankeschön. Gaste. Viele der Animationen hätten sie ein bisschen schneller machen können, aber passt schon. So. Und eine noch. Und dann bin ich hier fertig. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es hier vier Sachen gibt. Falls ich mich richtig erinnere. Die meisten sind, waren immer drei. Und wo kommst du denn her? Das war gerade sehr knapp. Sag mal, zu knapp! So, jetzt aber. Los, hilf mir mal! Jupp, hilf mir mal. Jetzt sind wir ungestört. Boing! Sagt er und geht mitten ins Gemetzel! Ah, nur noch eins. Oh, du bist auch dran. Magst du es feurig? Alle. Ja,
Alle also mal die Einstelligkeiten. Ah. Oh. Ich will die Kiste. Ja, schieben. So. Und das war's somit. Das habe ich jetzt gerade richtig gesehen. Hier gibt es einen Teleporter. Naja, gut, in der Nähe zumindest. Gut, wir sind hier fertig. Ihr könnt jetzt alle wieder nach Hause gehen, während ich hier mich im Gasthaus umsehe. Tag auch, ich bin jetzt ganz lieb, ich spür's euch, ich tue euch nichts. Ja klar, hast du jetzt deswegen Angst haben, ne? Ich bin ja mal kurz Brandschatzen gewesen. So, ich hatte letztens was Nettes gesehen, als ich hier umgeschaut habe. Ne, nicht der Gifttauch. Das war, glaube ich, das hier. Ne, das war's auch nicht. Die Meuchlerlis war es auch nicht. Was war es denn nochmal? Ich habe letztens was Interessantes gesehen, wo ich mir dachte, das könnte was Lustiges sein. Nee, Kontrolle war es nicht. Ah, bevor ich jetzt... wollte, ich glaube, das hier war's. Ja, genau, Schlachtfeldeinäscherung. Gegner, die durch Feuerangriff ums Leben kommen, brennen weiter und, kommen und können nahe Gegner einen Feuerschaden hinzufügen. Ja. Will haben. Ich habe noch einiges zu tun hier oben, von daher immer her damit. Ich glaube, ich habe alle Fertigkeiten so gesehen aufgedeckt schon. Außer es gibt noch so eine super mega versteckte Fertigkeit. Wenn Alfreds Gesandter hier einige Tage verbrachte, weiß vielleicht jemand, wohin er ging. Ja, frage ich mir mal ein bisschen herum. So, hier ist jemand. Tag auch. Die andere Seite. Der Joi. So, ich muss diese Tür hier aufkriegen. Gut, dass ich ein paar Pfeil mitgehen lassen habe gerade. So, die Tür war auf, falls ihr mich fragt. Hallöchen. Wer bist du? Was lungerst und trödelst du hier rum? Ich suche jemanden. Einen Gesandten Elfritz. Hast du solch einen Mann gesehen? Trali, trala. Hör sich einer dieses feine, überhebliche Gerede an. Verschwinde, du Gänseblümchen. Gänseblümchen. Wenn du lieber meine Klinge spüren willst, kann ich das einrichten. Das weiß ich zu schätzen. Gewaltbereit, direkt, erfrischend wie ein Sommerel. Du bist ein seltsamer Kauz. Hast du den Mann gesehen? Das habe ich. Er besoff sich mit diesem Barden Gauen und sorgte für Aufruhr. Sie gingen zusammen fort. Siehst du, war gar nicht schwer. Schwerer, als es hätte sein sollen. Oh, eine nette Haltung. Also er ist nicht mehr da. Ich glaube, die Person war das nächste. Da oben ist noch jemand. Gut, dass man das Spiel jetzt sagt, wen ich hier fragen soll. Sonst kann man sich ja sehr durchquasseln. Wer möchte, der kann das ja tun. Ich glaube, das mache ich auch mal spaßhalber. Mal mit einer reden, die gar nichts weiß. Hallo. Bleib mir vom Leib, Fremde. Oh, kurz und knackig. Okay. Hey, du. Ich glaube, du weißt was. Mir ist nicht nach sinnlosen Gerülpse. Wähle deine Worte mit Bedacht. Der Gesandte des Königs. Ich muss wissen, wohin er gegangen ist, nachdem er hier war. Und ich muss wissen, warum ich Schweren in meiner Achselhöhle habe. Kommt Zeit, kommt Rat. Elfreds Gesandter. Wo? Er und der Bade tauchten bei der Brücke ins Gebüsch ab und trieben weiß Gott was. Es klang, als würden sie eine Katze häuten. Sangen sie? Wenn du es so nennen willst. Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Ein Barde? Baden sind ja so eine Art Geschichtenerzähler. Also es hat so sich alles gehört, als hätten sie eine Katze gehäutet. Das klingt aber nicht sehr gut. Die arme Katze. Hier unter der Brücke nehme ich mal an. Gucken wir mal. Dieser ale-atmende Skalde kann nicht weit sein. Ja, wenn es ein Betrunkener war, dann ist er definitiv nicht weit gekommen. So, was sagt die Karte?
der anderen Seite. Guck mal. Hallo, ist jemand? Ja, da ist jemand. Oh. So kalt. Hat jemand meine Hosen geklaut? Nö. Du da, lebst du noch? Geduld ist eine müde Mähre. Trottelitrott, trott. Wieder ein schwankender Zitzensauger, der nichts verträgt. Holen wir dein Huger zurück. Tja. Komm mal her. Ich hab da ein bisschen Wasser für dich. Viel Spaß. Oh, das ist ja kalt wie der Busen einer Tode. Ich mag das irgendwie, die Betrunkenen ins Wasser zu werfen. Das hat Spaß. Na, oh. Oh, bei Gottes Hosen. Pfui, sag ich. Oh, welch Höllenwesen weckt mich? Das bin ich. Wer ich bin, hat dich nichts anzugehen. Ist mir auch egal. Wolltest du was oder bist du nur hier, um mich zu quälen? Du und Alfreds Gesandter war zusammen in der Schenke. Sag mir, wohin er gegangen ist. Waren wir das? Ich war so benebelt vom Ale. Vielleicht würde etwas kleines Silbernes in meiner Hand mich erinnern. Wie wäre es mit etwas Langem und Scharfem? Ist ja gut, das wird nicht nötig sein. Du bist sehr überzeugend, Dänen. Er brach Richtung Weißer Küste im Südosten auf, zur Dofras-Feste. Er sagte, dass sie dort diese religiösen Spinner ausbilden. Eiferer. Die beten die ganze Nacht, anstatt zu schlafen. Hab Dank. Im Tausch biete ich dir diese Weisheit. Becherweise Bier schafft Narren in Witz und Wort. Hab Dank, Seherin des Offensichtlichen. Nun überlasse mich meiner unheiligen Strafe. Unheiligen Strafe. Okay. Der Gesandte machte sich zur Dofras-Feste an der Südostküste auf. Ja, wir dürfen heute sehr viel reisen. Quer durch Kent, könnte man sagen. Aber dort werden die Eiferer ausgebildet. Also wenn dort auch ein Eiferer wartet, ne, das könnte ein bisschen sehr lustig werden. Ich habe hier mal ein Eiferer, das war da auf 250. Der kann sich auch heilen. Ich hatte schon mal so ein Eiferer, der konnte sich heilen, das war eine Dame. Die war nervig. Und der Freund ist sogar noch gefährlicher. Weil er sein Schwert nämlich vergiften kann. Da brauche ich irgendwie eine Strategie, glaube ich, um den zu besiegen. Weil zum jetzigen Zeitpunkt ist der. Er wäre möglich, sagen wir es so. Nur ultra schwer. Weil ein Schlag und ich bin vergiftet und so gut wie tot. Außer ich heile mich. Kann schon ziemlich böse sein, muss ich sagen. So, wenn ich mal da bin. Wem es fehlt. Hallo! Hier gibt es eine Ausrüstung, einen Schlüssel. Ich reite nur durch, ja? Ich schaue mich später hier um. Whee! Tagau! Ich hoffe, ich störe nichts. Ja, die denken sich auch, was mehr war das? Ja, warum ist der durchgeritten hier? Wir haben 500 km gefühlt. Das hat euch nichts interessiert, warum ich hier durchreite. Würde ich Ihnen gern sagen, aber es ist schon sehr weit entfernt. So, halb. Bin ich hier überhaupt? Irgendwo, nirgendwo. Ah, und ich glaube, das jetzt zum Synchronisieren, das mache ich auch gleich, wenn ich mal, ups, da bin. In letzter Zeit, immer wenn ich aus der Karte rausgehe, sieht die Kamera entweder ganz nach oben oder ganz nach unten. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich drück nichts, das ist automatisch, wenn ich rausgehe aus dieser Karte. Das ist sehr merkwürdig. Das habe ich erst seit, ja, eine Stunde oder so. Ich habe auch vorher schon versucht zu speichern, das Spiel neu zu starten. Hat auch nichts geholfen. Also irgendwo ist da gerade der Wurm drin. Die Frage ist noch wo. So, Tag auch. Ich reite hier durch.
Oh, ihr ignoriert mich bitte. Ich gehe da hoch. Ups. 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 Bleib ruhig, ich tue euch nichts. Ich gehe ja nur. Hui, durch. Lancette von Canterwurp. Sieht sehr interessant aus hier, muss ich sagen. Hat dezent was. Wie hieß das nochmal? Kennt ihr das? Ihr liegt auf der Zunge, aber ihr könnt nicht sagen, was ihr meint. Das Gefühl habe ich gerade. Oh, wartet. Ist hier was? Das sieht so verdächtig aus hier. Ah, das schaue ich später. Aber schon mal merken, hier ist ein Fensterchen, das ist offen, da kann man durch. Sehr praktisch zu wissen, wenn man Sachen sucht. Yep. So, erstmal da ganz nach oben. Das muss eine alte Kirche sein, die ist ja schon ganz bröckelig. Kümmert sich hier keiner um die Wartung? Meine Güte, das üben wir nochmal, ja? Ah. Yep. Na komm, Eva. Dankeschön. Ich wollte einfach nicht mehr klettern, hatte keinen Bock mehr, der Gute. Da habe ich schon so weit geklettert. Überall hin. Na, komm. Die Steuerung ist hier ein bisschen fummelig. Ja, mitten auf dem Kreuz. Hier gesehen, hier sind einige römische Ruinen. So, Synchronisierung abgeschlossen. Wo kann ich hier runterspringen? Ah, versuchen wir es mal einfach mal. Ah, da. Das habe ich gar nicht gesehen. Ups. Bei jedem so einen Punkt, wo man synchronisieren kann, gibt es immer einen Heuhaufen zum Runterspringen. Habe ich auch erst gemerkt später. Ich dachte immer so, man muss da runterklettern oder so. Nix da, man kann einfach runterspringen. Ohne nachdenken zu müssen. Juhu, da wo man Schaden nimmt oder so. Tag auch. Tag auch. Jetzt wird ich nicht merken, dass ich hinter ihn herklettere. Ich finde das lustig. So. Die Ortschaft schaue ich mir später genauer an. Da gibt es sehr viele Schätze. Aber leider kein Örlück. Och Manu, warum kein Örlück? Schade eigentlich. Wer hat keinen Gewehr? Ja, noch eine weitere Reise vor uns. Eine sehr weite Reise. Doch, der Gesandte muss hier irgendwo sein. Vielleicht kann ich ohne Blutvergießen an den Brief gelangen. Der Barde sagt, in dieser Feste trainieren Paladine. Das wird kein leichter Kampf. Nee. Die werden zwar nicht austrainiert sein, die Freunde, aber sie könnten schon ziemlich heftig sein, nehme ich mal an. Die Eiferer sind nicht ohne Klippen von Dochas.